Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 94, dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Spielhallengesetzes, Drucksache 19/5772 zu Drucksache 19/5696 zu 19/5016. Herr Kollege Reif, Sie sind Berichterstatter. Sie haben das Wort. Herr Präsident, die Beschlussempfehlung und der zweite Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung zum Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Spielhallengesetzes zur Drucksache 19/5696 aus der 19. Legislaturperiode zu Drucksache 19/5016 aus der 19. Legislaturperiode und hierzu der Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend die Drucksache 19/5768 aus der 19. Legislaturperiode wie folgt. A. Die Beschlussempfehlung. Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung empfiehlt dem Plenum, mit den Stimmen von CDU und GRÜNEN gegen die Stimmen von SPD, LINKEN und FDP den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags 19/5768 aus der 19. Legislaturperiode und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in dritter Lesung anzunehmen. Zum Bericht ist Folgendes zu sagen. Erstens. Der Gesetzentwurf war dem Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung in der 122. Plenarsitzung am 12. Dezember 2017 nach der zweiten Lesung zur Vorbereitung der dritten Lesung zurücküberwiesen worden. Zweitens. Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung hat sich zuletzt in seiner Sitzung am 12. Dezember 2017 mit dem Gesetzentwurf befasst und den unter A genannten Beschluss gefasst. Zuvor war der Änderungsantrag Drucksache 19/5768 aus der 19. Legislaturperiode mit den Stimmen von CDU, GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen von SPD und LINKEN angenommen worden. Soweit der Bericht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat Herr Abgeordneter Eckert für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, wie das mit dritten Lesungen so ist, das ist wie beim Zutritt zur Spielhalle. Man hofft auf Glück. In dem Fall haben wir darauf gehofft, dass es durchaus an den Anregungen und Hinweisen liegt, was an dem Gesetzentwurf alles noch verbessert werden könnte, damit es ein gutes Gesetz wird. Aber wie sehr oft auch in Spielhallen das Glück nicht nur erhofft, aber nie eintritt, so ist es auch hier bei dem Gesetzentwurf. Diese Hoffnung war leider vergebens, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen an zwei Punkten noch einmal deutlich machen, warum wir dem von Ihnen hier vorgelegten Gesetzentwurf in seinen Änderungen nicht zustimmen können. Das ist der ursprüngliche Entwurf des Ministeriums, 500 m Abstandsfläche zu Orten, die insbesondere von Kindern und/oder Jugendlichen aufgesucht werden, einzuführen für die Errichtung von Spielhallen, die Sie jetzt wieder heruntersetzen auf 300 m. Das ist eine deutliche Verschlechterung des ursprünglichen Entwurfs. Und wenn ich einen Gesetzentwurf aus dem Hause Al-Wazir schon lobe, dann ist das jetzt auch nicht alltäglich. Aber dass Sie den dann schlechter machen, meine Damen und Herren der Koalition, das muss auch nicht wirklich sein. Und wenn wir neben den quantitativen Regulierungsmöglichkeiten auch eigentlich so ein Gesetz mit erweitern können über qualitative Regulierungsmöglichkeiten, dann habe ich Ihnen das in den letzten beiden Lesungen auch schon gesagt, die Frage nach Sozialkonzept. Eben nicht nachher zu sagen, die Unternehmen sind dafür verantwortlich, das alle zwei Jahre neu schreiben zu lassen und dann in der Schublade liegen zu lassen, sondern der Kontrolldruck der Behörden muss da sein. Das wissen wir aus ganz vielen anderen Bereichen. Ohne tatsächliche Kontrolle, Kontrollmöglichkeiten, nehmen wir die Durchsetzungskraft dieser Regeln, meine Damen und Herren. Deswegen wäre es wichtig gewesen, das nicht nur in der Kontrollfunktion zu stärken, sondern auch weitere Themen zu diskutieren, sei es im Bereich wissenschaftlicher Evaluation von Konzepten für Spielhallen. Das, was wir haben ja eben gerade die glücksspielrechtlichen Diskussionen auch gehört, die auf Bundesebene führen, das, was dort jeweils
gang und gäbe ist, dass wissenschaftliche Evaluationen von Sozialkonzepten im Bereich Fernsehlotterie und Aktion Mensch gang und gäbe ist. Das wollen wir nicht einführen für Spielhallen in Hessen. Das wäre ein echter Wurf gewesen, um uns da qualitativ auch besser zu werden in diesem Bereich, meine Damen und Herren. Und wenn Sie uns nicht, auf uns nicht hören, auf die Verbände aus den Bereichen Suchthilfe und Prävention, dann hätten Sie gerade in dem Bereich auch auf die Betreiber hören können, die Ihnen genau das in den Anhörungen ja auch gesagt haben, dass die meinen es ein bisschen anders als wir, okay, aber im Grunde genommen haben Sie auch gesagt, die Frage von qualitativen Kriterien im Bereich der Regulierung wäre notwendig gewesen. Deswegen am Ende, meine Damen und Herren, auch in der dritten Lesung, Sie haben diese Chance leider nicht genutzt, auch wenn der Herr Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses in seiner ihm eigenen Güte deutlich gemacht hat, dass ja genau die Chance einer dritten Lesung ist, in sich zu gehen, sich Gedanken zu machen und dann zu besseren Konzepten zu kommen. Meine Damen und Herren, lieber Kollege Reif, das haben Sie leider bei dem Gesetz nicht hinbekommen. Wir arbeiten noch daran, dass es vielleicht bei anderen Gesetzen möglich ist. Dem Gesetz können wir so leider nicht zustimmen. Meine Damen und Herren, das ist nett, dass Sie noch kommen irgendwann, aber man kann auch die Zettel vorher abgeben. Danke schön. Herr Kollege Schaus, Sie haben das Wort. Wenn ich hier aufstehe, gehe weg, habt ihr gelust. Alles in der Herr Präsident? Ja, jetzt. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will mich an dieser Stelle auch hier kurz fassen, weil in zwei Lesungen haben wir das Wesentliche herausgearbeitet. Bei mir bleibt festzustellen, der Herr Wirtschaftsminister hat ja in der zweiten Lesung sozusagen noch einmal in Replik auf meine Kritik, dass die Übergangsregelung jetzt sozusagen unbefristet sei, darauf hingewiesen, dass das in jedem einzelnen Falle geprüft werden müsse und dass entsprechende Übergangsregelung, also Ausnahmen von dieser 300-Meter-Grenze, die ja schon angesprochen wurde, dann halt auch sozusagen nicht festgelegt werden müssen. Ich vermag das nicht einzusehen, also nicht sozusagen, dass man individuelle Entscheidungen trifft. Aber dieser Änderungsantrag, der jetzt sozusagen auf Betreiben der Automaten- und Spielhallenlobby ja kurzfristig, die haben ja einen Brandbrief geschrieben und anschließend hatten wir diesen Änderungsantrag auf dem Tisch, so ist es ja gelaufen, der könnte zumindest mal einen Maximalzeitraum beinhalten, in dem man sich sozusagen dann individuell bewegen kann. Das kann der Gesetzgeber meiner Ansicht nach machen. So muss ich davon ausgehen, dass es sich hier um lange Übergangszeiträume handelt und dass die Regelung, die Sie einführen, die ja schon aufgeweicht wurde, Kollege Eckert hat ja darauf hingewiesen, ursprünglich waren es 500 Meter, jetzt sind es nur noch 300 Meter, noch weiter aufgeweicht wird. Und das ist der zentrale Grund, ja, dass der Spielerschutz, der an diesen Stellen besonders notwendig wäre, weil wir wissen, aus der Suchthilfe, dass es mindestens 25.000 Spielsüchtige in Spielhallen in Hessen gibt, die man, ich sage es mal so, ein Stückchen auch vor sich selber schützen muss, ja, dass man das nicht konsequent angeht und die Spielhallenlandschaft weiterhin über langen, langen Zeitraum so bestehen bleibt, trotz der neuen gesetzlichen Regelung, wie sie derzeit ist. Und das ist unbefriedigend, deswegen legen wir das Gesetz ab. Nächste Wortmeldung. Haben Sie noch was? Nein. Ja, für den nächsten Tag. Oh, okay, danke schön. Oh, es sammelt sich wieder. Frau Kollegin Kingel, Sie haben das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe mich ja schon sehr darüber gewundert, dass die SPD eine dritte Lesung beantragt hat, weil der Erkenntnisgewinn von Dienstag bis heute zum Hessischen Spielhallengesetz hält sich in Grenzen, zumal ja auch die Ausschusssitzung nicht dazu genutzt wird, darüber noch einmal zu diskutieren. Und ich habe das Gefühl, es geht hier weniger um die Sache des Spielhallengesetzes, sondern eher um die Show. Aber wenn wir hier noch einmal über das Spielhallengesetz
sprechen, dann möchte ich auch gerne noch einmal auf insbesondere zwei Verbesserungen eingehen. Das ist zum Ersten das Sperrsystem. Es ist ein wesentlicher Punkt des Spielerschutzes, das Sperrsystem und insbesondere die Möglichkeit, sich auch selbst sperren zu können. Also, man unterscheidet ja zwischen der Fremd- und der Selbstsperre. Und die Erfahrungen in den letzten Jahren haben gezeigt, dass weit über 90% der spielsuchtgefährdeten Menschen sich selbst sperren lassen. Das bedeutet, dass ein Sperrsystem diese Selbstsperre auch ohne große Hürden zulassen muss. Und deshalb ist es gut, dass der vorliegende Gesetzentwurf diese bürokratischen Hürden zur Selbstsperre abbaut. Der zweite Punkt ist die Abstandsregelung. Wir konkretisieren in dem Gesetzentwurf die Abstandsregelung zwischen den Spielhallen auf die 300 Meter, damit es eben nicht zu einer Häufung von Spielhallen kommt, was auch negative Auswirkungen auf das Stadtbild z.B. hat. Und wir führen erstmalig eine Abstandsregelung von Spielhallen zu Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe ein, von ebenfalls 300 Metern. Und das ist eine Verbesserung, sehr geehrte Damen und Herren. Damit erreicht der Gesetzentwurf die Balanceakt zwischen einmal dem stärkeren Spielerschutz, ohne eben Spielerinnen und Spieler in den unregulierten Markt des Internets zu vertreiben, wo überhaupt kein Spielerschutz notwendig ist. Und natürlich ist bei all den Punkten auch der Vollzug ausschlaggebend. Und hier ist eben die Verantwortung der Kommunen gefragt, die auch daran gehalten sind, die Spielhallen zu überprüfen und bei Verstößen gegen das Spielhallengesetz auch die Konsequenzen daraus zu ziehen. Im schlimmsten Fall eben der Entzug der Spielhallenerlaubnis. Und, sehr geehrter Herr Schaus, noch einmal eine Anmerkung zu der Ausnahmeregelung, zu der Übergangsregelung. Die Gesamtdauer, weil Sie die Obergrenze angesprochen hatten, ergibt sich aus dem Gesetzentwurf bzw. aus dem Änderungsantrag, wo die Gesamtdauer von 15 Jahren, also die Laufzeit der Erlaubnis, nicht überschritten wird. Das heißt, es ist keine unbegrenzte Überschreitung oder keine unbegrenzte Übergangsregelung notwendig. Ja, wir sehen keinerlei Unterschied zu der Diskussion am Dienstag und werden dem Gesetzentwurf und die Änderungsanträge nach wie vor zustimmen. Vielen Dank. Wie heißt sie nochmal? Sie heißt. Gut. Das Wort hat Herr Kollege Lenders. Ich habe Sie ein bisschen Zeit gegeben. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Kollegin, Show machen jetzt um diese Uhrzeit, das hat wahrscheinlich eher etwas damit zu tun, dass wir selber Akteure und Publikum sind. Weil wir tagen jetzt hier mittlerweile schon ziemlich zum Ausschluss von der Öffentlichkeit. Das muss man auch sehen. Und deswegen, wenn es noch ein Livestream wäre, dann wird es ja gehen. Ne? Ja, genau. Und meine Damen und Herren, in der ganzen Debatte, was mir da schon aufgefallen ist, bei der Frage der Spielhallen, worum geht es hier eigentlich? Und vielleicht ist es genau der Zeitpunkt, auch mal Ihnen als Kollegen etwas Nachdenkliches mitzugeben. Weil es kommt mir schon manchmal so vor, dass die Spielhallen so behandelt werden, als wenn sie gleichzuschalten wären wie das Rotlichtmilieu. Ab und zu kommt es dann schon einmal, dass in der, vor allen Dingen der Zielrichtung des, die Städteplanung ist, meine Damen und Herren, und dass die Spielhallen dann einem im Stadtbild nicht gefallen. Und wenn man sich dann in einer Anhörung dann sagen lassen muss und auch die Anzuhörenden, wenn es dann kommt, dass es da heißt, na ja, aber die Spielhallen, die sehen ja von außen immer so komisch aus, die werden ja immer so verdunkelt. Und, meine Damen und Herren, das hat der Gesetzgeber so gewollt, dass da wenig Transparenz da ist und dass die Spielhallen in ihrer Form daherkommen, wie sie daherkommen. Das hat der Gesetzgeber so gewollt. Mit Transparenz hat das nichts zu tun. Und, meine Damen und Herren, was mich dann auch sehr befremdet, ist die Frage immer Spielsucht. Also, scheinbar ist ja die Spielsucht einer der größten Herausforderungen, mit denen wir ja mittlerweile zu tun haben. Und, meine Damen und Herren, wenn ich mir dann anschaue, wer denn das diskutiert, Spielsucht. Spielen liegt in der Natur des Menschen. Spielsucht. Wenn das ausgerechnet von denjenigen diskutiert wird, als großes Problem gebrandmarkt wird, die dann gleichzeitig die Freigabe von Cannabis fordern, meine Damen und Herren, dann haben Sie ja wirklich für mich jegliche Glaubwürdigkeit an der Stelle verloren. Haben Sie für mich jegliche Glaubwürdigkeit verloren?
Ja, meine Damen und Herren, die FDP ist an der Stelle sauber. Wir sind an der Stelle sauber, weil wir sind auch mittlerweile für die Freigabe von Cannabis. Also, das können Sie uns nicht vorwerfen. Da sind wir an der Stelle, sind wir sauber. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, ich glaube, dass dieser Gesetzentwurf am Ende dazu führen wird, dass wir eine ziemliche Blüte erleben werden, was Geschäftsmodellen von Gastronomie anbelangt. Wir werden es erleben in Hessen, dass diejenigen, die bis dato ein vernünftiges Geschäft betrieben haben, die Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt haben, die sich all diesen Dingen auch verpflichtet haben, dann am Ende in eine Grauzone weggedrückt werden. Das ist das Ergebnis dieses Gesetzes. In Berlin können wir das schon erleben, wenn vorne ein Bistro betrieben wird, aber hinten drin dann ein, zwei, drei Räume sind mit Automaten, mit Dingen, die man nur wirklich eigentlich nicht haben will im Stadtbild. Meine Damen und Herren, das ist der Weg, den Sie mit diesem Gesetzentwurf aufgemacht haben. Sie nehmen denjenigen, die es bisher vernünftig betrieben haben, die Geschäftsgrundlage und begeben sich auch in Hessen in einen grauen Markt. Das finden wir sehr bedauerlich und werden diesem Gesetzentwurf deswegen nicht zustimmen. Das Wort hat Herr Kollege Kasser. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Anhörung hat weniger als zwei Minuten gedauert. Von daher kann man sich erahnen, dass es nichts mehr Neues zu diskutieren gab. Auch jetzt ist nichts mehr Neues hier vorgetragen worden. Und neben der Spielsucht ist Geltungssucht auch eine der Themen, mit der wir uns beschäftigen müssen. Und wenn ich den Tag heute so Revue passieren lasse, dann glaube ich, sollten wir alle einmal an unsere eigene Nase fassen und könnten dieses Plenum bestimmt deutlich effizienter und schneller zum Abschluss bringen. Ab dieser Stelle bitte ich die Protokollanten, meine Rede von vorgestern aufzunehmen. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Vielen Dank. Den Fall hatten wir so noch nicht. Das ist schwierig. Das Wort hat der Minister. Will er nicht mehr? Ach, Herr Staatssekretär, Entschuldigung. Das ist eine Ressortkundenmodus. Ja, ja, richtig. Solange er noch Staatssekretär ist, ja, wegen dem Offenbarung. Aber zum Beitrag zur Effizienzsteigerung. In den letzten zwei Tagen kann ich nicht wahrlich erkennen, dass ein maßgeblicher Erkenntnisgewinn in dieser wichtigen und tatsächlichen Debatte stattgefunden hat. Mein Minister hat am Dienstag, wenn ich das richtig gesehen habe, sehr ausführlich die Position unseres Hauses dargestellt. Dem will ich an dieser Stelle nichts hinzufügen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, Wortmeldungen liegen nicht vor. Dann lasse ich abstimmen in dritter Lesung über den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Spielhallengesetzes. Wer dem zustimmen kann, bitte ich ums Handzeichen. Das ist die CDU und die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die übrigen Fraktionen des Hauses. Damit ist dem Gesetzentwurf mehrheitlich entsprochen. Er ist beschlossen und wird zum Gesetz erhoben.